Bäm, meine alten Ladies und... Gucken Sie mich nicht so an. Entschuldigung, ich gehe ja wieder. Willkommen zurück zu Pokémon Schild in der Wedlock Challenge. Letztes Mal gab es ja leider einen kleinen Unfall, einen Aufnahme... nicht ein Crash, die Aufnahme ist einfach eingefroren. Und deswegen habe ich es logischerweise auch nicht gemerkt, weil die Aufnahme hat immer noch gelaufen, nur ist sie halt eingefroren. Also das Bild ist eingefroren einfach. Naja, viel verpasst habt ihr nicht. Wir sind halt bei der alten Hexe da, Professorin da angekommen und haben unser Armband bekommen, nachdem wir diesen Glitzer-Scheiß aufgehoben haben. Und wir haben Hopp einmal besiegt. Das ist ein bisschen schade, dass wir das nicht auf Band haben. Aber naja, man kann nicht alles haben. Natürlich haben wir ihn in den Boden gestormt, war ja klar. Ja, und ich glaube so zwei, vielleicht drei, ich weiß nicht, ich glaube es sind nur zwei drin, oder? Ich habe schon vergessen. Ist ein Weilchen her. Trainer auf der Route da geklatscht noch. Aber ist nichts Besonderes passiert. Zum Glück. Aber jetzt, da fällt mir gerade ein. Ihr habt wegen diesem Unfall ja gar nicht die Stats von Nojiko und so gesehen, ne? Ich glaube, von den beiden kennen wir sie. Aber von Nojiko, ich habe ja nämlich schon erahnt, als wir das Pokémon gefangen haben, oder als wir dabei waren, dass es einen geilen Angriff hat. Und guck mal da. Der Angriff ist tatsächlich erhöht von Nojiko. Ja, das ist geil. Die Initiative ist ein bisschen Arsch, aber wenn wir da so einen Ruckzuck-Hieb draufballern, das ist schon ein Böllermann. Frau, meine ich natürlich. Und Backentaschen regeneriert beim Konsum von Beeren ungeachtet der Beerensorte KP. Ach so, okay. Aber triggert das dann... Also, wenn ich mir jetzt eine Persifbeere gebe, zum Beispiel, die halt ihr Gift, frisst es es dann, wenn es Leben braucht, auch? Oder frisst es erst, wenn es vergiftet ist? Weil das ist dann... Würde es bei einer Siedelbeere oder Zitrobeere zum Beispiel noch mehr KP heilen? Das wäre auch geil. Ich meine, das kann man ja ausprobieren, ne? wenn man eine Siedelbeere hätte. Aber mir glaube ich nicht, oder? Können ja allgemein mal gucken, ob wir hier irgendetwas haben. Wir haben Gegenstoß. Stimmt, das ist gut für Nojiko. Aber das haben wir schon gelernt. Ja, easy. Ja, Beeren ist... ist nicht so, ne? gut. Na dann, ein bisschen Delay auf dem Controller, was ist denn da los? Gut, dann geht's jetzt weiter, denke ich mal. Natur und Technik. Moment, da kamen wir doch her, oder nicht? Ja, ciao. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo müssen wir hin? Ach, wir müssen zum Bahnhof, oder? Richtig, oder? Ich schaffe mal so aus, als ob ich wüsste, wo es lang geht. Aber ja, klar müssen wir doch zum Bahnhof, oder? ja. Und? Wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel. Mal sehen, du hast... Was? Du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. Was ist denn los mit dir? Ach so, meinte ich habe doch Nojiko gefangen, oder? Auf der Route. Oder, ach, das war danach, das war wahrscheinlich nach dem Aufnahmecrash, ne? Je früher du anfängst, ein Team aufzubauen, desto besser. Ja, würde ich ja gern. Sternenschauer, Kann das hier mal gebrauchen? Nee, oder? Nicht so wirklich. Wobei, wird wahrscheinlich nicht schaden, eine Genauigkeitsattacke zu haben. Ist es wenigstens 60er Stärke oder ist es nur 40? Ja. Hier, dem, das ist eine TM. Mit der kannst du deinen Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Dieses TM habe ich übrigens mal von Dylan geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollen wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. Halt mal den Ball flach hier. Erstmal Luki machen. Ich will mal kurz gucken. Hier, nee, nicht Gegenstoß. Okay, es ist 60. Na gut. Ich möchte kurz nochmal die Stats angucken. Von den beiden. Ja, Micro ist halt, naja,
Könnte man beibringen, aber... So, Tanama könnte da natürlich von profitieren. Was hast du nochmal? Heule, Acker, Knarre, Klaps. Ja, ich denke, kann man statt Klaps machen, ne? Denke ich mal. Komm, machen wir einfach mal, ne? Why not? Bevor wir sie gar nie gebrauchen, erlernen wir sie wenigstens einmal. Hier am Anfang. Wenn Heuler kann, cool sein. Klammergriff, weiß ich nicht, ob das gut sein kann. Aber hey, wir lassen es mal. Coverage und so, ne? Alle Bases sind gecovert. Ich weiß zwar nicht, für was wir das brauchen, aber hey. Für ein richtig tankiges Wasser-Pokémon. Und Fabi ist schon draufgegangen. Dann brauchen wir das. So, ja, hi Ladies. Ich bin da mal, ne? Vermiss mich nicht zu sehr. Moment, ihr beiden. Hallo, wisst ihr noch, wer ich bin? Nö. Immer am Handy. rund um Ancient City erstreckt sich die Natur zu. Das ist total cool, da schreiben verschiedene Pokémon durch die Gegend. Yes. Außerdem kann man da auch campen und angeln und total aufregend. Ja, Mann. Let's go. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahn... Oh, das war... Ups. Hoppa, plötzlich einen übelsten Stimmbruch gekriegt. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Ancient City. Warum halten wir jetzt an Naturzoo-Bahnhof? Tut mir leid, Junge. Der Herr der Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal Endstation. Kann sie die Stadt da hinten sehen? Das ist Ancient City. Toll. Ist noch ein ganzes schönes Stück bis dahin. Naja, geht so. Wie viele Pokémon wir wollen decken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, da ist ja Sania. Seine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Okay, also ich kann dir mal die Hand übers Gesicht fegen, wenn du magst. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann ja versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Oh ja. Oh ja. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder angeln zu gehen und zu campen. So, jetzt... Ich grase jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Äste ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt! Ich hoffe, Hopp weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Und gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gehen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon dynamaximieren. Vergiss das nicht. Okay. Wie machen wir das eigentlich mit der Naturzone? Wonnewiesen. In jedem Gebiet eins fangen? Also gibt's hier. Also es gibt ja scheinbar verschiedene Gebiete. Kann ich da Karte irgendwie. Ah ja. Genau, Wonnewiesen. Wachturmruine. Ja, okay, dann würde ich sagen, einfach in jedem Gebiet ein, ne? Milzersee. Okay. Gibt's ja noch mehr? Ah ja, da hinten gab es noch, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, in jedem Gebiet eins. Theoretisch müssen wir aber nicht alles jetzt machen. Wenn wir Pokémon brauchen, können wir da mal vorbeigucken. Ja, guck, da gibt's ja Onyx. Und ein Glas Honig. Nice. Will ich ein Onyx? Onyx? Ich mag eigentlich Onyx. Aber genau, wir haben jetzt... Wie ist eine Notiz? Einfach so.
die großen Pokémon, die natürlich. Das konnte ich nicht lesen. Geh wieder weg. Wir haben jetzt. Junge! Please! Hör auf! Ich bitte dich! Nimm doch nicht den ganzen Trash auf! Ich schüttel erstmal die Glocken. Und eine Persifbeere. Achso, wait, da können ja Pokémon. Die Sinisbeere putzen runter. Bereits vier, was wir machen. Aufhören, es rappelt. Da ist Sinisbeere und eine Persif und eine Sinel. Okay, das ist geil. Okay, ein Dusselgur. Wir haben schon Vogel. Also wir haben nur Giko als Partner, den wir besetzen müssen. Besetzen vor allem. Ah, ein... wie heißt das? Hoplo, ne? Ne, Hoplo war der Starter. Wie heißt das? Grabbits ohne Entwicklung. Ist natürlich auch geil. Wer Boden? Boden normal. Zweimal normal ist aber nicht so... Ah ja, ich kann ja noch die Kamera drehen, ich Vollidiot. Geilo. Oh. Oh, Fukano. Na ihr? Greift mich das aber nicht an, oder? Boah, ich weiß nicht, da... Alter, die Möglichkeiten sind unendlich. Hi. Oh, die sind so freundlich. Was ist das? Ach, ein Vulkan. Ich verbringe wahrscheinlich Stunden jetzt damit, hier mir ein Pokémon auszuwählen. Ist das ein Rabauz? Rabauz auch. Nani? Oh, Moment, das ist aggressiv. Das ist aggro. Ich muss mich erst noch entscheiden. Chill mal. Rabauz. Für Nojiko? Nojiko hat ja Kampf als Schwäche, ne? Aber, was ist das da? Oh, ein... Ne, wie der Boy auch heißt. Mann, ich kenne die ganzen Namen nicht mehr. Alter, ich bin richtiger Boomer geworden. aber das wäre natürlich was. Wobei, Moment, wie entwickelt es sich zu... Dings wäre natürlich geil, Frostedie, als Geist. Das würde natürlich den Kampf, die Kampfschwäche komplett auskontern. Aber wie, das muss, glaube ich, ein Weibchen sein, oder? Und dann braucht man noch ein Item. Warte mal, ich google das mal. Ja, aber wenn es kein Weibchen ist, dann ist auch Arschkarte, ne? Weil dann hat es wieder eine Kampfschwäche. Okay, der ist erstmal am Spin. Hier gibt es so viel Auswahl. Ich kann mich doch da nicht entscheiden, Mensch. Ich könnte auch was angeln. Ja, da kriege ich safe irgend so einen scheiß Carpador. Da will ich doch gar nicht. Oder? Oder? Mein Carpador Garados hat keine Kampfschwäche. Aber Carpador ist so... Auf jeden Fall überall die gleichen Pokémon. Überall die gleiche Scheiße. Jetzt bin ich am Milzersee. Na gut. Das ist ein Felino. Okay. Oh, ein Schallquapp. Na, Wasser-Pokémon haben wir halt schon, ne? Oh, Schallquapp wäre irgendwie nice. Wenn wir nicht schon Wasser-Pokémon hätten. Oh, ein Krabi da. Ich war gerade sauer, aber okay. Es ist ein Wingull. Keine Kampfschwäche. Das ist fein. Es war auch ein Wasser-Pokémon, aber hey, immerhin keine Kampfschwäche. Das ist gut. Okay, Fappy. Und nochmal ein Vogel. Ja, das, vielleicht ist es nicht so gut. Okay. Wie kriegen wir das hin? Wingull ist tanky. Weißt du, ist nicht das offensivste Team, glaube ich dann. Ja, wobei, Nojiko hat einen guten Angriff. Ich weiß nicht, ob es Niesel hat. Nee, das ist, glaube ich, eine versteckte Fähigkeit. Na dann mach mal Pixar. Ach, und ich war mir ja nicht sicher in den ersten zwei Folgen, ob jetzt hier, ne, Fappy zu dem Unlicht-Pokémon wird. Nein, wurde es nicht. Mein Riecher war richtig, es wird tatsächlich ein Stahl-Pokémon. Natürlich. Was ganz nice ist. Stahl ist ein nicer Typ. Defensiv. Nochmal Pixel. Ja, aber nicht zu dolle.
Hast den Schnabel noch dran? Ja, ich würde zwar gerne nochmal, aber es ist ein Winger. Er kriege ich schon gefangen. Okay, na dann. Let's go! Bleib drin, Wingull! Oh yeah! Und wir haben einen Wingull gefangen. War jetzt ein bisschen sad, dass es einfach zufällig encountered wurde. Aber immerhin passt es zumindest in die Partnerkonstellation, sag ich mal so. Da ist okay. So, Wingull. Es nistet sich an Steilküsten und nutzt die Luftströme, um im Gleitflug in den Himmel emporzusteigen. Wunderbar. Spitzname. Natürlich. Ein Weibchen. Ey, unser zweites Gay-Couple. Das läuft ja. Wer bist du? Na, dann bin ich einfach Siska. Ne? Da passt doch. Da passt doch. Gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt unser zweites Team fertig. Ah, so ein King hätte ich auch Bock gehabt. Das ist ein Schallkorb auch. Aber das sind alles Wasser-Pokémon. Wieso sind hier so viele Wasser-Pokémon? Gib mir anderen geilen Shit. Was ist das hier? Ah, ein Dings. Komm, was hätte es hier gegeben? Einfach mal aus Interesse. Ein Krabi, okay. Na gut. Ah, Fappy Level 11. Sehr schön. So, ich würde jetzt aber gerne unser neues Team hier ein bisschen leveln, aber dazu muss ich es erstmal noch heilen. Und sind wir in Engine City. Gott, nicht er. Hey, hallo. Wie bist du? Bist du an mir vorbeigeportet? Das ist durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Der Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Nö. Bist du es? Du bist es, oder? Nee, das ist er nicht. Schade. Energiefokus, ja, krass. Mhm. TPs, kann man nur einmal, ja, ja. Stand hier nicht irgendwo ein Typ rum, der mir was ganz Tolles geben will? Ah, hier ist er bestimmt, oder? Du bist das. Ja, die Ohrenstöpsel, endlich! Endlich kann ich Musik ausschalten. Damit ich den ganzen Scheiß nicht mehr hören muss. Nee, aber ist vielleicht ganz angenehm für... fürs Bearbeiten, fürs Schneiden. Weiß aber nicht, ob ich die wirklich komplett ausschalten will. Wo war ich das? Wenn ich das jetzt ausmache... Ja, der ist schon... Ja, mal gucken. Ich lasse erstmal an. Vielleicht mache ich das situativ aus, wenn ich dran denke. Vielleicht so... Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ne? Mal looky-looky machen. Ja, hier gibt es ganz viele tolle Shops, die ich nie betreten werde. Ich würde sagen... Kämpfen wir gegen Glurak. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Es ist mal wieder geradeaus, aber hey, mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh, ich habe da etwas, das du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Ein bisschen Zauberwasser?
Nice. Ach, wir müssen ja noch die Stats von Siska angucken. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Nicht so wie ich. Da bist du ja. Das hier. Stell dir mal vor, die Öffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an. Das ist mehr traurig. Ich zittere schon total vor Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangekotzt. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Ja, kotzt wie ihn da die Scheibe. Was geht denn mit dem ab? Der hat mir nicht mal Hallo gesagt. Ich ihm zwar auch nicht, aber... Und dann ist er einfach... Ey, ist einfach gegangen. Kannst du das glauben? Mit seinen zwei Füßen ist er einfach... gelaufen. Da, guckst du ja. Er läuft einfach. Was für ein Arsch. Du wirst doch wohl wissen, dass das Stevens Bruder ist. Naja, egal. Er müsste wirklich größtes Talent haben. Nicht wirklich, aber er ist halt mein Bruder. Dann müsste ich euch nur noch ein Trikot aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ich weiß nicht, ich bin so verloren. Kann ich einfach die Nummer 0 nehmen? Okay. Also ich existiere gar nicht. Das ist auch gut. Kein Namen, keine Nummer. So sieht's aus, Freunde. Jetzt wird rangekotzt. Diese Statue, was soll das sein? Das ist pures Gold. Nimm mit. Wow, es klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Nur, dass er wirklich alle getötet hat mit dem fucking Schwert. Holy shit! Wo hast du das denn rausgezogen? Aus deinem Arsch? Wenn wir euch fertig sind, jubeln wir Olé und ihr wimmert dann maximal noch. Oh nee! Heftig, Digga, hast du das gehört? Cute. Marry me, Mary. Was? Ich schlage sofort, dass du dich jetzt umziehst. Vor allen anderen, genau hier. Die Trikotnummer 000 rundet das ganze Gesamt wirklich sehr elegant ab. Verstehst du? Weil die 0 ist rund. Darf ich mich vorstellen? Ich mag es, mich vorzustellen. Ich will euch wirklich gerne sagen, wie ich heiße. Die Technologie, die ihr in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Deswegen muss ich euch leider hier die beiden in Rechnung stellen. Fun Fact. Ich habe zwar das DLC, aber ich habe es nie gespielt. Ich bin Schweizer, ich habe das Money, ja? Okay, lass mich. Ich glaube, ich gönne mir ein Vokabo. Du bist ein Feini, ne? Du bist mein Feini. Alter. Junge, was ist deine Fangrate? Please. Was ist denn da los? Ist Vulcano so heftig? Ich glaube, wir haben ein Problem. Und flüchten kann ich wahrscheinlich auch nicht. Scheiße, Mann. Alter. Die Puppe. Der MVP. Rette uns. Ich werde nie wieder versuchen, Vulcano zu fangen. Gut, die Route haben wir verkackt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschüss.